Das ist so ein Game, das ich vor 3 Jahren mal bestimmt bei Total Biscuit gesehen und mir dann in einem Humble Sale abgegriffen habe. Ich weiß ganz genau, dass ich von dem Spiel ziemlich geflasht war, aber mein 16-jähriges Ich hat lieber Zeit damit verbracht, Menschen hinterherzulaufen und das Vorlieg zu spielen, anstatt Spiele wirklich zu genießen. Also probiere ich es 3,5 Jahre später eben nochmal aus. Und zwar genau heute. The Swapper. Ich habe noch vage Erinnerungen an einen echt hübschen Artstyle mit ziemlich netten Puzzle-Mechaniken, muss aber ehrlich zugeben, dass ich komplett vergessen habe, wie perfekt der Artstyle die gesamte Atmosphäre untermalt. Derart sogar, dass das Spiel im Optionsmenü startet. Nicht unbedingt nur mit Total Biscuit zu sympathisieren, sondern sicherzustellen, dass nichts zwischen uns und den ersten Minuten des Games steht. Wir landen auf einer Raumstation, haben nichts außer einer Taschenlampe, die unsere Umgebung beleuchtet, und alles fühlt sich so eigen und gleichzeitig echt an. Der gesamte Hintergrund des Games wurde nämlich aus Lehm gemacht und dann digitalisiert, was ihm diesen ganz persönlichen, halbrealistischen Touch verleiht, der vor allem im Zusammenspiel mit unserer Lichtquelle wundervolle Anblicke mit sich zieht und mehr als nur zum Erkunden einlädt. Apropos, beim Erkunden der Station stoßen wir nach kurzer Zeit auf die Hauptmechanik unseres Spiels, nämlich den Swapper. Basically können wir damit Klone von uns selbst erstellen, 5 an der Zahl um genau zu sein. Die machen dasselbe wie wir, sprich springen und laufen. Und noch dazu können wir zwischen Einzelklonen hin und her swappen, daher nahe des Games und ihn beim Sterben zu sehen. Das können wir auch. Und das, meine Lieben, ist der Grund, wieso ich die Atmosphäre des Games so mag. Das Swappen ist eine Spielmechanik. Wir werden nicht daran vorbeikommen, Klone zu erstellen und diese zu töten. Wenn wir nämlich nicht gerade in unsere eigenen Spiegelbilder reinlaufen, ist das nämlich der einzige Weg, um diese wiederverwerten zu können. Und das Spiel drückt euch das indirekt auf. So ein Tod hört sich schmerzhaft an. Das ist kein Mario, der gerade irgendwo runtergeflogen ist, wodurch ein neues Leben anfängt, jeder neue Playthrough ganz toll anfängt. Nein, jeder Tod eurer Klone zieht mit euch. Ihr werdet nicht bestraft, es passiert nichts Schlimmes, nein, ihr fühlt das nur. Und es bleibt nur im Kopf hängen, ob das wirklich richtig war. Das Schöne dabei ist, dass das Game jede Chance nutzt, um euch mit dem Swap experimentieren zu lassen. Ihr habt nicht wirklich Grenzen in der Nutzung des Geräts. So könnt ihr zum Beispiel problemlos endlos weit nach oben oder unten swappen, um die teils riesigen Räumlichkeiten der Raumstation zu erforschen, während ihr nebenbei Puzzles löst, um im Spiel voranzuschreiten. Der Swapper verlangt von euch, immer kreativer mit der gleichnamigen Waffe umzugehen und die Mechanik des Klons bis an die Grenzen zu treiben. Ihr müsst den Swap einfach aus den verschiedensten Seiten betrachten. Wirklich viele weitere Features kommen dafür aber nicht hinzu. So gibt es zum Beispiel blaues Licht, welches uns verbietet, Klone zu erstellen, während es noch rotes Licht gibt, welches das Swap nicht ermöglicht. Treffen Rot und Blau aufeinander, könnt ihr im lilanen Gebiet keines von beiden machen. Und solche Kleinigkeiten sorgen einfach dafür, dass man viel mehr experimentieren muss. Versuchen wir, solche Lücken mit eigenen Ideen zu füllen, um die Puzzles lösen zu können. Nebenbei werdet ihr übrigens auch von einer schönen Story durch die Raumstation geführt, die euch Stück für Stück hinterfragen lässt, ob das Klonen und das Töten, was ich vorhin genannt habe, überhaupt noch richtig ist, inwiefern der Mensch dabei erhalten bleibt und wie moralisch vertretbar das Ganze wird. Das geht sogar so weit, dass ihr manchmal die Map-Grenzen in Frage stellen müsst. Zusammen mit dem einzigartigen Artstyle und den teilweise perfekt gesetzten Soundtracks ist das wirklich eine Erfahrung wert. Eine meiner schönsten Erinnerungen im Spiel war es einfach, kurz nachdem wir das erste Leben im Spiel gesehen haben, jemand, der außer uns vorbeiläuft, werden wir einfach in den Garden geschmissen. Wir lösen simple Puzzles, wir töten immer noch unseren eigenen Klon, aber nebenbei, wenn man so einen schönen Anblick hat, spielt einfach nur leise Pianomusik im Hintergrund und es ist so auf eine ziemlich komische Art und Weise berührend. Es ist wirklich schön, deswegen, ich möchte das Spiel ans Herz legen. Wer wirklich einfach nur 4 bis 6 Stunden in ein Land unheimliche Atmosphäre über sich ergehen lassen sollte, den sollten 14 Euro nicht zu schade sein. Letztendlich hat das Game es sogar geschafft, innerhalb der zweiten Review mich bereits meine eigenen Regeln brechen zu lassen. Ich habe es nämlich nicht an, sondern mehr oder weniger durchgespielt. Und zwar zu 100%. Im Spiel gibt es einzelne Terminals, die die Story des Games langsam vorantreiben. Manche der Terminals sind aber, wie vorhin genannt, geschickt hinter Wänden versteckt, die hinter Mapgrenzen liegen, aber aus den richtigen Perspektiven zum Erkunden einladen werden. Swapper ist so ein Spiel, was mich in letzter Zeit wirklich so sehr geflasht hat, dass ich glaube jedem Freund, den ich habe, Bescheid gegeben habe, dass man es unbedingt probieren soll und wie verdammt toll ich es einfach finde.